Ja, hallo lieben, das ist schon mal Paterfraktionscoach, Psychologe, und heute reden wir mal über das Phänomen, dass man bei Menschen, die man nicht so cool findet auf dem Date, dass man da so total cool ist und auch Erfolg hat, und bei Menschen, die man sehr cool findet, dass man da so völlig verkrampft und seltsam weird. Und dann hätte ich auch gleich mal noch eine Bitte, ein bisschen später im Video, bleibt also gern mal dran heute, war ein Anliegen. Und wir gehen erstmal in die Mail rein. Von Anna Tefkola. Und sie schreibt: Hallo, lieber Hemschi, vielen Dank für deine Videos, die mir sehr weiterhelfen und die ich schon seit längerem verfolge. Ich, Anfang 30, lebe in Hamburg, habe einen großen Freundeskreis, mache mit Freude meine psychotherapeutische Ausbildung. Na, hast ja schon gleich viel gelernt hier, toxische Beziehungen. Denkt auch an meine Ausbildung, wenn euch das beruflich interessiert, vielleicht. Für Paarberatung, Einzelberatung, Umfang mit Umfeld von toxischen Beziehungen und Datingcoach. In meiner Freizeit arbeite ich, mache ich viel Sport, bin viel unterwegs und mittlerweile ganz zufrieden mit meinem Leben. Gerne hätte ich dabei aber einen Partner an meiner Seite, was sich als schwierig gestaltet. Ja, also insgesamt, ich unterhalte mich gerade auch ganz viel im Alltag mal mit Leuten, sagen ja alle, dass es immer schwieriger wird. Heute auch mit meinem Trainer unterhalten, der sagte auch, was ich auch sehe, Leute werden immer introvertierter, auch bindungsunwilliger, und ich interessiere, woran das liegt. Ich bin gespannt, wenn es da mal Forschung gibt. Schon echt interessant. Was ich aber als schwierig gestaltet, da ich eher schüchtern bin und länger brauche, um mich mit Menschen wohlzufühlen, würde ich am liebsten gar nicht daten, und es kostet mich jedes Mal viel Überwindung, überhaupt auf ein Date zu gehen. Das Problem ist, sobald ich jemanden wirklich mag und attraktiv finde, verkrampfe ich leider komplett und bin so unsicher und werde dadurch tendenziell unnahbar. Ja, gut, bevor wir darauf kommen, was man da machen kann, mal zwischendurch eben meine große Bitte: Ich will endlich mal die 50.000 Abonnenten knacken. Also das sind jetzt hier, ich glaube, seit wann bin ich hier, weiß nicht, 8-9 Jahre kostenloser Content. Ich sage das heute mal ein bisschen eindringlicher, weil ab und zu ist das wirklich mal wichtig. Ich weiß, wir gucken, glaube ich, 50% gucken zu, haben nicht mal einmal den Abo-Button gedrückt. Das hilft mir wirklich sehr. Also wenn, ich weiß, das ist jetzt immer nur so ein gewisser Prozentsatz, der wirklich sagt, hey, ich will in die Tiefe gehen, ich mach die Kurse und so. Ich werde auch am Ende nochmal Testimonial vorlesen. Aber auch die Leute, die einfach hier die Videos konsumieren, es wächst nicht einfach auf den Bäumen, ne? Es kostet Arbeit, und würde mich sehr freuen, wenn ihr das wertschätzen würdet mit einem Abo oder vielleicht sogar einer Kanalmitgliedschaft. Danke auch an die das schon machen. Ich sehe das auch immer in den Kommentaren, da kriegt man so einen Sticker. Und hat man überlegt, vielleicht auch mal extra Aktionen für die Leute zu machen, die eine Kanalmitgliedschaft haben. Oder auch mir so einen Super Thanks. Also es gibt hier so diese, da kann so 99 Cent da lassen oder 1 Euro oder sowas. Das scheint für den Algorithmus auch sehr hilfreich zu sein. Also davon werde ich natürlich nicht reich. Ihr werdet nicht arm, aber sehr gut für den Algorithmus. Also muss das immer mal zwischendurch sagen, weil, ja, ich weiß, man ist immer so gewöhnt, dass alles umsonst ist, aber irgendwie braucht es halt auch Energie, das hier so dauerhaft am Laufen zu halten, was ja auch, ja, Menge Arbeit ist, sage ich mal, würde ich mich sehr drüber freuen. Genug dazu, aber jetzt kommen wir mal weiter. Also ich werde unnahbar, es kann dann gar keine Nähe zustande kommen, weil ich innerlich so mit meinem Leistungsdruck und plötzlich auftretenden Minderwertigkeitsgefühl und Verlustängsten beschäftigt bin. Meist wirke ich dann eher abgeklärt und cool und nicht unsicher, wie mir rückgemeldet wurde. Die Dates verlaufen dann eher langweilig, es kommt kein ordentliches Gespräch zustande. Angespannt bis zur Müdigkeit, die Männer melden sich kaum noch oder äußern sich, dass es so nicht passen würde. Wenn ich auf einem Date gehe mit jemandem, den ich nicht besonders attraktiv für mich finde, kann ich lustig, charmant und äußerst gesprächig sein. Und die Männer zeigen demnach sofort deutlich mehr Interesse an mir. Was kann ich tun, damit ich nicht so verkrampfe bei Männern, die ich attraktiv finde? Naja, also erstmal, wie auch gestern in dem Video, war das gestern? Ich glaube gestern, ja. Also die Männer, die du attraktiv findest, unterscheiden sich natürlich von den Männern, die du nicht attraktiv findest. Das muss man natürlich erst vorab mal sagen. Das heißt, dieses, vielleicht sind das auch die Männer, die viele Frauen attraktiv finden, die du attraktiv findest.
die diese ominöse Top-Spitze sind im Online-Dating-Bereich, die sowieso ganz viel Nachfrage kriegen, sage ich mal. Ich habe das auch heute im Café gesehen, da muss ich auch sagen, echt cooler Barista, wirklich richtig cooler Typ, also wie oft der angesprochen wird von Frauen, das ist wirklich Wahnsinn, also wirklich, ja, also und klar, kann natürlich sein, dass sich diese Männer unterscheiden und ich würde jetzt mal sagen, ein Mann, der dich auch total interessant findet, wird sich, glaube ich, jetzt nicht davon abschrecken lassen, wenn du ein bisschen unsicher bist. Insofern, das mal so als erster Satz dazu, dass, ja, das vielleicht auch Männer sind, die sie eh viel Optionen haben, so, ne? Gut, aber trotzdem gibt's das Phänomen natürlich auch, vielleicht liegt's auch gar nicht daran, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das zweite ist, was man sagen muss, das ist völlig normal, ne? Da gibt's, weiß ich nicht, 1 Million Reels und TikToks über das Phänomen, wie bin ich, wenn ich Männer nicht interessant finde, und dann sieht man so bubbly Menschen, lustig und was weiß ich, und dann wie bin ich, wenn ich Männer interessant finde, und dann still, awkward, seltsam. Kennen, glaube ich, auch, also ich kenne das auch, kenne auch alle Männer, und ich muss sagen, ich habe da, das war einer der besten Sprüche, die ich von meinem Dating-Coach damals bekommen habe, dass der gesagt hat, behandle alle Frauen gleich, egal wie attraktiv du sie findest, so, ne? Oder auch egal, ob es die Oma vom Nebenmann ist, alle gleich behandeln, gleich, also gleich natürlich zu, also was das ich zuvorkommt, aber auch gleich, soll ich mal sagen, nicht needy oder es muss jetzt unbedingt klappen. Und da habe ich mir wirklich überlegt, was mache ich denn anders? Ich bin wirklich durchgegangen, so Dates, wo ich auch so, weiß ich nicht, vielleicht Kasperich drauf war, Dates, wo ich total cool war. Und habe mir diesen Satz immer wieder eingehämmert, gerade wenn ich so sehr attraktive Frauen mal gedatet habe. Und bei mir hat das hervorragend funktioniert, dass sich wirklich klar zu machen, okay, was würde ich jetzt machen, wenn diese Person nicht attraktiv wäre? Was würde ich jetzt sagen? Und oder weniger attraktiv, was für einen Joke würde ich jetzt bringen? Man geht ja auch viel mehr Risiken ein, wenn man jemanden nicht so mega, also mittelattraktiv findet, haut man auch mal einen Spruch raus oder was weiß ich, und habe das dann genau so gemacht, also auch die Steps, die ich in meinem Datingkursen gebe, genau so bis zum ersten Kurs exakt so durchlaufen, egal wie hot ich die fand, und habe die Erfahrung gemacht, was auch mein Datingcoach gesagt hat, du erzielst dann exakt die gleichen Ergebnisse mit attraktiven Frauen, und ich muss sagen, in meinem Leben hat es gestimmt. Klar, es gibt Leute, die haben einfach noch viel mehr Menge, sag ich mal, viel mehr Optionen, für die ist es natürlich leichter, aber es ist halt, man sagt ja immer, der Datingmarkt so ungerecht wie die Einkommensverteilung in Venezuela. Ist halt so, ne? Also insofern kann man da schon, wenn man das wirklich mal so sich die Zeit nimmt, wie verhalte ich mich denn da anders? Weil natürlich kannst du jetzt wieder, weiß ich nicht, 100 Stunden innere Kindarbeit machen, aber und ja, warum hast du überhaupt Minderwert? Also kann man auch alles machen, aber ich glaube ja immer gerne an so einen kurzen Weg von, nee, ich verhalte mich einfach, also dieses Fake it until you make it, ich verhalte mich einfach anders, obwohl ich innerlich das nicht fühle, so, ne? Also ich was weiß ich, was weiß ich, gebe ich der Frau jetzt einen Abschiedskuss am Auto oder nicht irgendwie, und nee, eigentlich weiß ich nicht, das ist ja nicht meine Liga, will ich nicht, nee, ich mach's trotzdem, so, ne, oder ich gehe das Risiko ein, so, oder ich will nicht weird rüberkommen bei diesem coolen Typen und ja, sag lieber wenig, nee, ich sag das Gleiche und riskiere, dass der mich vielleicht blöd findet, weil ich mich einfach genauso geben will wie sonst auch. Also man kann, obwohl man das dann innerlich, trotzdem hat man dieses Cringe-Gefühl, aber du kannst nach außen, kannst du dich unabhängig von deinen Gefühlen, kannst du das Verhalten schon ein Stück weit bestimmen, so, ne? Ansonsten kann ich halt total empfehlen, diese Sachen, was ja auch gerade günstiger gibt hier für 2 Wochen, People-Pleaser-Kurs oder auch so Sachen wie, was richtig viel bringt meiner Ansicht nach, Selbstbehauptungs-Challenge, habe ich damals auch gemacht mit Anfang 20. Das hat mir, glaube ich, für Jahre richtig viel gebracht. Oder Verlustangstkurs, also diese Glaubenssätze da zu bearbeiten. Aber es geht eben auch viel übers
Verhalten, weil meiner Ansicht nach ist Selbstbewusstsein ist nicht so viel eine Einstellung. Ich weiß, viele sehen das als eine Einstellung, habe ich auch schon Videos darüber gemacht. Ich sehe es mehr als selbstbewusste Verhaltensweisen, weil dir kann ja keiner in den Kopf gucken. Wenn jemand sagt, hey, der ist selbstbewusst, dann sieht er eine Person, die sich zum Beispiel abgrenzen kann, die Nein sagen kann, die eine klare Haltung hat, die auch mal gegen den Strom schwimmt. Und das kannst du auch machen, obwohl du dich innerlich gar nicht selbstbewusst fühlst. So, ne? Du kannst sagen, ich fühle es zwar nicht, aber ich mache es trotzdem. So, ne? Und das kann man, also kann man sich hinpushen, und je mehr positive Erfahrungen du machst, was ich jeden Tag gelesen habe in dem Selbstbehauptungskurs in der letzten Runde, dass mir Leute schreiben, hey, war ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, keine Ahnung, habe Croissant mit Ketchup bestellt, haben alle gelacht irgendwie. Also man stellt fest, es passiert gar nichts, wenn du denkst, du bist so cringe. Das Problem ist eigentlich eher, wenn man versucht, nicht cringe zu sein, dass man cringe rüberkommt. Ne? Also das wären so die Tipps. Also kann man meiner Ansicht nach gut angehen, wenn man sich so richtig drauf fokussiert und nicht so dran festhängen bleibt. Nur, ich habe so Minderwertigkeitsgefühle also dreht dich das gar nicht so ein, ne, sondern analysiere es, wie verhalte ich mich ganz genau anders. Verhalte ich einfach so, wie du dich sonst auch verhältst. Und das kann man natürlich üben. Also das kannst du üben. Und dann solltest du mit den gleichen Männern auch die gleichen Resultate erzielen. Wie gesagt, es sei denn, spielen noch andere Faktoren mit rein, so, ne? Genau, dann so ein Abschluss gerade, weil das so nett war, die letzte 5-Sterne-Bewertung auf Google, freue mich auch immer drüber. Da hat die nette Zuschauerin gesagt, tolle Online-Kurse, ich habe bereits Modul 1 absolviert und widme mich derzeit der Vertiefung von Modul 2. Sicherlich werde ich auch die weiteren Kurse machen. Die Kurse sind in mehrere Lektionen aufgeteilt, abwechselnd mit Video, Audio zum Lesen sowie Arbeitsmaterial. Es werden immer wieder sehr nützliche Aufgaben gestellt, die für sich schon sehr hilfreich sind und sehr gut zum Rest passen. Man merkt wirklich, dass sich da jemand richtig Gedanken gemacht hat und ein fundiertes Wissen hintersteckt. Das ist auch so eine richtig ausführliche Rezension, das ist natürlich richtig gut. Selbst wenn man schon den gesamten Online-Content kennt, ist jedoch viel für sich rauszuholen, da die Kurse natürlich viel mehr in die Tiefe gehen, und das für diesen Preis. Ich muss ja auch sagen, meine Kurse, wenn ich sehe, was Kollegen für Preise aufrufen, für so Online-Kurse, teilweise 4- bis 5-fache. Also ich finde es nicht richtig auf eine Art, aber das wäre ein anderes Video. Ja. Die Kurse sind definitiv noch viel mehr wert. Ich merke, dass sich mein Kopf schon nach dem ersten Modul viel bewegt. Danke. Ja, danke für die tolle Rezension. Freue mich auch mal sehr drüber. Also unterstützt bitte meinen Kanal. Habe ja jetzt viele Wege genannt. Und ja, es ist immer alles ein Geben und ein Nehmen im Leben. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.